Das ist ja wie auf dem Trampolin. Großer Lulu. Alles in Ordnung, Prinzessin? Ja, ich denke schon. Ich bin tot. So ein Mist, ich bin tot. Das hat wehgetan, oder? Ja. Dann bist du auch nicht tot. Wo sind wir hier? Steht doch dran. Dunkle, große, nasse Höhle. Das muss die Unterwelt der kleinen Leute sein. Und das heißt Gold. Tirnanog, Wahnsinn. Sehr interessant. Wie komme ich hier wieder raus? Wir sind ja gerade mal hier. Wir suchen den Ritter Draganta. Er muss Kells für uns retten. Ihr sucht ihn. Ich will hier nur schnell wieder raus. Hört auf zu streiten. Unser Königreich ist in Gefahr. Wo gehen wir lang? Da lang. Na schön, aber ohne mich. Aiwa, lass uns lieber zusammenbleiben. Hinter jeder Ecke können hier irgendwelche Gefahren lauern. Du hast recht. Wir sollten zusammenbleiben. Ihr braucht mich vielleicht. Ihr braucht mich vielleicht. Hier, seht euch diesen Arm an. Haltet euch dran fest. Wenn überhaupt, will die Prinzessin von mir geführt werden. Oh. Wisst ihr überhaupt, wo ihr lang geht? Immer schön geradeaus. Wartet! Ich hab's zuerst gesehen. Kinder, das ist ein Gefühl wie Weihnachten. Kann ich dir helfen, Kumpelchen? Großer Lolo. Wir haben die ehrenvolle Aufgabe, unsere Sklaven zu werden. Ich habe die Sterne befragt, mein König, aber keine Spur von Rowan oder dem Deep Angus. Ich wusste gleich, dass das nichts wird. Ich habe noch mehr schlechte Nachrichten. Raus damit, Mann! Eure Tochter Deirdre ist verschwunden. Ich fürchte, sie hat sich ihnen angeschlossen. Mein ganzes Leben lang habe ich deinem Rat und deinen Druidenkräften vertraut. Und jetzt verliere ich durch dich mein Königreich und meine Tochter! Mein Monster bringt weiterhin ihre Verteidigungslinien durcheinander. Genau so ist es. Wir haben das Königreich bis zum Steintal besetzt. Euer Plan funktioniert. Natürlich. Dabei nehme ich mir nur, was mir rechtmäßig gehört. Beginnt die Entscheidungsschlacht. Jetzt! Entschuldigt mich, ihr kleinen Leute, aber hier liegt ein Missverständnis vor. Ich gehöre nicht zu den dreien, ich bin nur zufällig hier. Und mich könnt ihr auch freilassen, ich tue euch bestimmt nichts. Während ihr hier quasselt, habe ich nachgedacht. Ich habe einen Plan. Und der wäre? Er ist noch nicht so ganz fertig. Der kann einen schaffen. Das ist alles Gold. Im Thronsaal des Königs spricht ihr nur, wenn ihr angesprochen werdet. Seine Majestät, König Finnvara, Herrscher von Tirnanog, betritt den Saal. Euer Majestät, wir bringen euch die menschlichen Eindringlinge. Wie könnt ihr es wagen, ins Königreich Tirnanog einzudringen? Ich bin Prinzessin Deirdre von Kells. Ich verlange, dass ihr uns unverzüglich freilasst. Der hat eine ganze Menge drauf, der Winzling. Warum dringt ihr in mein Königreich ein? Euer Majestät, ich bin Rowan. Ich suche den Ritter Draganta und diese Suche hat uns zu euch geführt. Genau, ihr müsst uns helfen. Eindringlingen helfen wir nicht, wir bestrafen sie. Sagt euch der Name Königin Maeve irgendetwas? Warum? Was soll die Frage? Wenn sie die Insel in ihre Gewalt bringt, werden wir alle darunter leiden. Ich weiß über alles Bescheid. Es würde mir kein geringes Vergnügen bereiten, Königin Maeve und ihren Feenmeister Maida geschlagen zu sehen.
Der Ritter Draganta, den ihr sucht, vermag dies. Dann helft ihr uns? Und woher weiß ich, dass ihr dazu auserwählt seid, Draganta zu suchen? Kennt ihr vielleicht dieses Zeichen? Du hast den anderen Teil der alten Schriftrolle. Vielleicht seid ihr die Auserwählten, aber vielleicht auch nicht. Doch zuerst müsst ihr euch meiner Hilfe würdig erweisen. Aus diesem Grunde erwartet euch ein Test. Und wenn wir diesen Test nicht bestehen? So verbringt ihr den Rest eures Daseins als Spriggans. Tut mir leid, dass ich gefragt habe. Wann soll der Test beginnen? Das hat er schon längst. Oh, mein Nacken. Ein schöner Nacken kann entzacken. Die Klappe. Worauf bin ich denn gelandet? Ich möchte wissen, was den so kopflos gemacht hat. Die Frage wird gerade beantwortet. Gleich sind wir platt. Rowan, mach doch was! Immer ich! Was ist das? Das könnte funktionieren. Hier geht's aus! Kommt schon! Komm, mach! Siehst du das nicht, Junge? Mein Ärmel ist eingeklemmt! Dann zieh ihn doch raus! Deine guten Ratschläge kann ich jetzt gebrauchen! Wenn man nicht alles alleine macht! Hier! Los, raus hier! Bei Gaga. War ganz schön eng. Du bist ziemlich mutig, Rowan. Aber denk auch mal nach. Meine Prinzessin steht auf mich. Du hast dein Leben für mich riskiert. In meinem Königreich verlangt ein solches Opfer Wiedergutmachung. Ich stehe auf ewig in deiner Schuld. Hilf mir nur, Kels zu retten. Dann reden wir nicht mehr über die Sache. Hier, meine Hand drauf. Angus, pflückst du wieder Blumen? Beeil dich! Oh, sieht gefährlich aus. Die Armeen meines Vaters stehen unter Beschuss. Wir können auf deinen Freund nicht warten. Gold, ich krieg eine Krise. Du zwei, drei noch. Wenn du an Gold interessiert bist, mein Junge, dann sieh mal hier neben mich. Oh. Das ist doch ein Feentrick, oder? Oh, weißt du, du interessierst uns ganz und gar nicht. Du kannst deine Freiheit wieder haben und das ganze Gold. Und was soll ich dafür tun? Ich weiß zufällig, dass deine Freunde bald zum Grab der zwei Steine gelangen. Hör zu, der Weg der blauen Steine ist sicher. Der Weg der roten Steine ist tödlich. Lass deine Freunde also auf den roten Steinen laufen und dieses Gold gehört dir. Hält dein Freund ein Mittagsschläfchen? Ich bin doch nicht sein Kindermädchen. Oh, das reimt sich. Wartet! Ihr dürft nur die roten Steine betreten. Woher weiß das unser Herr allwissend? Oh, Leute, vertraut mir, da hinten war so ein kleiner Mann. Nur die roten sind ungefährlich. Und da bist du absolut sicher? Aber sowas von absolut. Mehr oder weniger. Also von mir aus. Ich werde vorgehen. Seht ihr? Hab ich doch gleich gewusst. Kommt schon. Oh. Kein Stress. Vorsicht, Leute. Seht nicht nach unten. Schön langsam, Prinzessin. Ich brauch keinen Aufpasser. Hui. Zum Glück bist du diesem Kerl begegnet. Ja, zum Glück habe ich ihm kein Wort geglaubt. Hat man dir verraten, wann der Test zu Ende ist?
Wenn wir das nicht schaffen, ist es aus mit Kelt. Wartet, wartet, Menschen. Ihr müsst mich anhören. Oh, bitte, schöner junger Mann. Geht nicht weiter. Ich fürchte, dass ihr den Test nicht besteht und dann werdet ihr zu Spriggans. Ganz ruhig, kleine Libelle. Wir checken das schon. Aber du könntest vielleicht etwas für uns tun. Ihr braucht's nur zu sagen. Sieh nach, wie es im Krieg zwischen dem König von Kelt und Königin Maeve aussieht. Was ist das denn? Monster! Das gibt's doch gar nicht! Rette sich, wer kann! Und wie gehen wir jetzt weiter? Die Höhlen sind ein Labyrinth. Wir sind wieder da, wo wir vorhin losgegangen sind. Werdet ihr größer oder ich kleiner? Das ist wie Treibsand. Schon wieder irgend so ein Trick. Aber der gefällt mir gar nicht. Na, Angus, bist du wieder tot? Der Test ist vorüber. Tja, wir haben bestanden. Wir haben uns als würdig erwiesen. Bestanden? Oh, nein, 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 ihr seid durchgefallen. Jetzt mache ich euch zu Spriggans. Wenn ihr eine zukünftige Königin in einen Spriggan verwandeln wollt, bitte. Aber ich verlange, dass ihr die drei hier schont. Sie sind nur hierher gekommen, um Kelt zu retten. Lasst sie zurückkehren. Sie können meinem Vater sehr nützlich sein. Ha! Du, Rowan, hast Mut bewiesen. Angus Aufrichtigkeit und Ivar Dankbarkeit. Ich musste nur darauf warten, dass auch dir drei edle Züge erkennen ließ, was sie gerade durch ihre Selbstlosigkeit getan hat. Dann war das ja wohl der Test. Ihr alle habt euch als würdig erwiesen. Also hier, das habe ich euch versprochen. Ha. Das war doch vorhin noch größer. Ihr habt jetzt alles, um Draganta den Ritter zu finden. Ruft die Mächte der Elemente an und besorgt euch so eure Waffen. Feuer tief in mir. Erde wohl unter mir. Wasser, das mich umgibt. Luft über mir. Das ist euer Schicksal. Großer Lulu. Habt ihr solche Rüstungen schon mal gesehen? Tyrion, der Drache der Wagnis, wird euer Verbündeter sein. Was ihr gesehen habt, sind Visionen von Dingen, die noch kommen werden. Ihr müsst eure Rüstungen finden und den Drachen. Diese Suche wird euch zum Ritter Draganta führen. Aber das Land meines Vaters ist bedroht. Wir brauchen sofort eure Hilfe. Keine Angst, ihr werdet Tirnanog nicht ohne Hilfe verlassen. Ha. Meine Waffenschmiede haben für euch die feinsten Waffen des ganzen Landes geschmiedet. Setzt sie weise ein, dann werden sie euch nützen. Bekomme ich keine Waffe? Du hast sie die ganze Zeit schon. Schlag dein Schwert gegen meinen Thron. Rowan, ihr müsst euch beeilen. Mächtruppen belagern schon das Schloss des Königs. König Finvarra, die Waffen sind sicher oberste Spitzenklasse. Nur wir brauchen Draganta. Nutzt nur, was ich euch gegeben habe. Erst gewinnt diese Schlacht. Dann folgt dem Ritter und er wird Frieden über euer Land bringen. Nun geht, ihr müsst euch beeilen.
Schloss ist kaum befestigt. Ihr werdet schnell siegen. Das wusste ich von Anfang an. Verschwinde! Uns kann nichts retten! Das werden wir erst noch sehen! Na, kommt her, meine Vögel! Schön flattern! Ich hoffe, Finbara hatte recht. Woher habt ihr solche Waffen? Die kleinen Leute haben sie uns gegeben, damit wir Kells verteidigen. Du warst ziemlich geschickt mit dem Ding, Roan. Mit der Kugel kannst du auch mehr als kegeln, Angus. Ich glaube, der will was von uns. Umzingeln wir ihn! Fertig! Auf mein Kommando! Jetzt! Nächstes Mal weißt du, was dich hier erwartet! Das ist nicht das Ende. Ich komme mit anderen, mächtigeren Wesen zurück. Furcht und Schrecken sollen regieren. Das Königreich Kells wird mir gehören! Ihr habt unser Königreich und unsere Ehre gerettet. Kells wird auf ewig in eurer Schuld stehen. Und du, meine Tochter, hast mich sehr stolz gemacht. Du wirst einst eine große Königin sein. Roan, ich habe dich falsch eingeschätzt. Maeve ist nicht besiegt, aber wir geben nicht auf. Ich hoffe, du wirst deine Suche zu Ende führen. Ich will dich erinnern, Roan, es ist nur noch wenig Zeit. Maeve wird ihre dunklen Kräfte noch verstärken. Kahat hat recht. Wenn sie nochmal angreift, können wir ihr nicht standhalten. Wir müssen die mystischen Rüstungen finden und den Drachen der Wagnis. Und den Ritter Draganta. Nur dann wird Kells wahrhaftig in Frieden leben können. So setzt denn eure Suche fort mit meiner Unterstützung und meinem Segen. Möge dieser Sieg nur ein Anfang sein. Ab heute heißt ihr die mystischen Ritter. Ja!